Jump. So, hallo und herzlich willkommen heute zu einer kleinen Runde Die Siedler 7 oder Settlers, ich wollte Settlers sagen. Die Siedler 7 und wie ihr seht, wir wollen die Kampagne ein bisschen anspielen, einfach mal so. Ich habe die jetzt schon ein bisschen gespielt, aber das ist schon bestimmt ein halbes Jahr jetzt her. Und ja, ich starte einfach mal gucken, ob wir die noch weiterspielen. Ich hoffe ja schon, aber meine Zeit ist ein bisschen begrenzt momentan. Ich muss ja auch COH weiterspielen. Also, so, Beschreibung. Mondfelden. Verwandelt Mondfelden zurück in den geschäftigen Ort, der er einst war. Zu Beginn der Reise verfügt ihr über euer Schloss, ein großes Lager aus voller Rohstoffe, einen Baumeister und die Taverne, das eigentliche Herzstück jeden Königreichs. Ich muss mir das nämlich nochmal angucken, weil ich nicht mehr genau weiß, wie man das spielt. Ja, ich weiß, ich bin Profi. Ah, sogar mit Filmchen. Vor langer Zeit war das größte Gut im Königreich Tandrien nicht etwa Land, Viehbestand oder Gold, sondern die Krone der Gerechtigkeit. Eine Krone, die nur an Königinnen und Könige verliehen würde, die ihr Land weise und gütig regierten. Doch Krieg und Habgier ließen die Herrscher Tandriens erkalten und die Krone blieb ohne einen würdigen Träger. Und so schloss man sie weg. Bis eines Tages ein neuer Anwärter auf den Plan treten sollte. Ich vermute mal ganz stark, dass wir das sind. Ihr habt mich gesucht, Vater? So ist es, Zoe. Komm. Dein größter Wunsch ist greifbar nah. Das Königreich Tandrien ist zerrüttet. König Baldurus wurde von Lord Wolverine und dessen schwarzen Ritter Darkorian vertrieben. Diese versuchen, Tandrien zu übernehmen, falls wir dies zulassen. Zoe, das ist der Moment, auf den du gewartet hast. Das ist deine Chance, endlich Königin zu werden. Reite nach Tandrien und besiedle es. Dann kannst du über dein eigenes Reich herrschen. So soll es sein, Vater. Ich enttäusche euch nicht. Verlangen, wie trügerisch dein Bild ist. Okay, das ist der Böse. Und so trat Zoe ihre Reise nach Tandrien an, um einen alten Freund ihres Vaters zu treffen. Dieser sollte ihr bei der Besiedlung Tandriens beratend zur Seite stehen. Ach, jetzt muss auch noch geladen werden. Aber wie gesagt, ich habe die ersten drei Missionen schon mal gespielt. Aber das ist wirklich echt lange her. Grafik ist natürlich wie immer auf Ultra. Also was heißt wie immer? Seit ich einen neuen PC habe. Das sieht ganz hübsch aus eigentlich, finde ich. Kleines Dorf mit so einem dicken Schloss. Na, wie ging das Ganze nochmal? Zum hinkenden Eber. Jawohl. Willkommen in Tandrien, Prinzessin Zoe. Ich habe euch schon sehnlichst erwartet. Ah, ihr müsst Bors sein. Mein Vater hält sehr viel von euch. Er sagte, ihr kennt Tandrien wie kein anderer. Seine Majestät ist zu gütig. Aber richtig, das eine oder andere weiß ich tatsächlich. Exzellent. Dann könnt ihr mich bestimmt bei meiner Besiedlung unterstützen. Sicher doch, stets zu Diensten, meine Prinzessin. Quatsch nicht. Ich stehe euch jederzeit zur Verfügung, Milady. Lasst uns sehen, ob wir in dieser Gegend nützliche Rohstoffe finden. Das scheint eher so eine Art Tutorial zu sein. Ach, wir haben Glück. In der Nähe befinden bestimmt keine Steine. Steinvorkommen und kleinere Wälder. Das wird euch den Bau eurer ersten Siedlung erleichtern.
Betrachtet euer Königreich. Hervorragend. Ah, okay. Wer die Steuerung beherrscht, hat einen guten Überblick. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. No, das ist die Questtafel. Okay. Steinvorkommen. Dieses Dorf war einst sehr belebt und die Heimat glücklicher Siedler. Ja, unbedingt. So, wie konnte man bauen? Doch nachdem Lord Wolverine Tandrien in Unordnung gestürzt und unseren geliebten König vertrieben hatte, verließen viele ihre Dörfer aus Furcht vor Plünderern und Marodeuren. Le Marodeur, also wir müssen dort... Prinzessin Zoe, ich schlage vor, dass ihr zunächst dieses Dorf wieder aufbaut und es in demselben Glanz erstrahlen lasst, wie einst unter König. Kann ich das Ganze so bauen? Ich schätze mal so. So, jetzt bauen wir, jetzt kommen hier unsere Jungs. Die Maus ist ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell für mich. Konnte man das hier? Rotationsgeschwindigkeit immer mal ein bisschen langsamer. Das ist schon. Ne, die. Ne, das ist schon ein bisschen besser. So, also jetzt bauen die das hier. Wie waren das rohstofftechnisch? Ah ja, Werkzeuge, Holz, Planken, Stein, Gold, Getreide, Mehl. Alles gebrochen. So, hier können wir. Ah, ein Steinmetz bauen. Jawohl. Hier auch? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir bauen erstmal. Nee, ich glaube, ich lasse es erstmal bei einem. So, wie wir das Straße bauen. Kann ich doch gar nicht. Der ist doch direkt an der Straße hier. Ah, doch, hier. So. Eine Berghütte platzieren, eine Straße bauen über den Steinmetz. Ja. Ja, ach so, wow. Okay, ich glaube, man sollte schon zwei Hütchen haben. Also hier sind unsere Baumeister. Offensichtlich, das ist unser Schloss mit der sexy Königin. Das nervt mich hier ein bisschen. Nehmen wir das. Ja, gut. Ziehen Güter auf. So, können wir hier noch irgendwas bauen sonst? Ne, müssen warten hier. Der fordert hier Stein und läuft dann hier schon mal ein bisschen lang. Lalala. Ich denke, das bringt er zum Lagerhaus. Wohin auch sonst. Und drin. Nice. Ach, wenn man draufklickt, kriegt man noch eine genauere Ansicht. Hier, bessere Verpflegung, einfache Verpflegung. Ich erinnere mich, dass das was mit Soldaten zu tun hatte. Die Jungs hier bauen ein bisschen ab. Produktivität 52%. Weg damit. Muss ich nochmal. Ne, was war das? Das ist normale Spielgeschwindigkeit, ne? Ja, okay. Wow, wir müssen zwei Steinchen fördern. Na gut, okay, das. So, hat er jetzt? Ja, nimm und lauf zum Lager, komm. Großartig. Eure Steinmetze haben fürs Erste genug Stein geschlagen. Wohnraum. Steine sind ein enorm wichtiger Rohstoff. Ihr solltet also immer ein Auge auf euren Vorrat werfen. Ah, okay. Häuser? Arbeiterträger? Nee, okay, verstehe ich. Damit eure Siedler ausreichend Wohnraum zur Verfügung haben. No.
Da bauen wir direkt hier schön das Wohnhaus ran. Oh, warte mal. Das reiße ich lieber ab. Das ist eigentlich irgendwie dumm gewesen. Doch, bauen wir das hier. Ja, guck mal, da kommt der hier mit Steinen und alles wird angezeigt, genau was der im Rucksack hat. Oh, interessant. Steinvorkommen wird irgendwann erschöpft sein, dann müssen wir uns irgendwie anders behelfen. Voll, mach fertig. Das Spiel ist echt interessant, muss ich echt sagen. Ah, hier ist auch sogar ein Bauplan. Das ist ja schön. Voll ins Detail. Ich muss schon sagen, die Details sind hier echt super. Gut gemacht, Prinzessin. Ihr habt den ersten Schritt zum Wiederaufbau erfolgreich gemeistert. So, Bretter. Holz. Mangelnder Wohnraum stellt für Mondfeldens Siedler nicht länger ein Problem dar. So ein Lagerhaus, das schaffe ich, glaube ich, noch. Als nächstes benötigen wir dringend Holzbretter. So, ne, ich glaube, wir machen das so. Wir bauen... hier hinten eine Forsthütte. Nur ungefähr hier... Ne, andersrum. So. So bauen wir das Ganze nämlich. Weil, dann können wir hier den Weg hinbauen. Und dann bauen wir nämlich hier das Lagerhaus hin. Warten wir erstmal, ob das gebaut ist. Da kommen die Baumeister schon, Verzeihung. Angelaufen. Also das ist jetzt die erste Mission. Also ich glaube, das wird später noch viel spannender. Ich erinnere mich auch später, also es geht auch um Krieg. Also man kann hier auch Krieg führen, beziehungsweise es wird auch Krieg geführt werden. Ich glaube, schon in der zweiten Mission geht das hier ordentlich dann los. Na gut, der Bauplan ist immer derselbe, aber ich finde schön, dass sie das so niedlich im Detail jetzt sind. Das Lagerhaus geht auch viel schneller hier als die Forsthütte. Na, ein schönes Lagerhäuschen. So, die Questtafel wird aktualisiert. Nur die Bretter müssen wir noch erzeugen. Die führen dann quasi jetzt hier nochmal in die Grundlagen rein. So, Forsthütte ist fertig. Dann machen wir mal Holzfällerhütte da. Hier und hier machen wir die Sägemühle. Für die Planken. Also einmal zum Holzfällen, einmal zum... Gab es nicht auch irgendwas mit Anpflanzen? Ich glaube schon. Butz. Oh, der transportiert Werkzeuge dahin. Ah, das ist ja süß. Läuft er mit so einer Werkzeugkiste. Niu. Also unsere Transporteure quasi, die wir da haben. Unsere normalen Arbeiter. Hier haben wir eine Holzfällerhütte. Jetzt müsste auch gleich hier irgendein Jung kommen und... Da ist er. Der dicke Willi. Und die Sägemühle sieht ja interessant aus. Die sieht ja lustig aus. Ich will die mal in Action sehen. Na? Butz. Mach platt das Ding. Jawohl. Ja, es kann sein, dass ich das übrigens in mehrere Teile schneiden werde, weil Siedler ist ein Aufbaustrategiespiel, das wird ein bisschen länger dauern. Liegt der da jetzt in der Hand? Oh, jetzt gibt's Arbeit. Der hat das Holzstück, also jetzt kommt er mit dem Holzstück. So, Holz kann ich auch erschöpfen. Jetzt hast du so ein Holzstück, jetzt mach auch. Na? Willst du wohl?
Jawohl, ich schmeiß das Ding an. Ja, okay, das ist jetzt nicht so ganz logisch, aber okay. Alles echt schön gemacht, finde ich. Jetzt steht er da rum. Trag ihn jetzt! Ich muss die Planken fertig machen, ja. Bretter hergestellt, 1 von 2. Jawohl. Der dürfte jetzt am Dauerarbeiten sein. Steine werden auch schön produziert. Was ist denn da vorne mal so rumsteht? Was ist das hier? Achso, das ist die Wirtschaft. Ah, okay. Das ist jetzt noch momentan 13 Steine. Die Arbeitsvorgänge echt sehr interessant finde. Schön, wie die hier ins Detail gegangen sind. Was kann ich jetzt hier machen? Sehr gut. Ihr habt euch um die Bretterproduktion gekümmert. Neben Stein sind vor allem Bretter extrem wichtig für den Gebäudebau. Prinzessin, ich fürchte, wir sind nicht alleine. Ramirez, ein Lakai von Lord Wolvering, verbirgt sich hier ganz in der Nähe. Was hat er vor? Er versucht, unsere Pläne zu durchkreuzen. Vielleicht lässt sich die Sache friedlich regeln. Bei allem Respekt, Prinzessin. Mit Kriminellen kann man nicht verhandeln. Was schlagt ihr dann vor? Lass Taten sprechen. Sie werden besser gehört als Worte. So soll es sein. Seht nur, Prinzessin. Hier hält sich Ramirez versteckt. Was, wo? Ach, da hinten. Ich schlage vor, wir starten einen Überraschungsangriff. Ja, der hält sich versteckt. Allerdings eine Armee. Wagt es bloß nicht näher zu kommen, Prinzessin, oder ich werde euch wie eine Made zerquetschen. Alter. So impulsiv, der Spanier, ja? Und eine Armee benötigt Verpflegung. Nein, womit wir beim Thema fern hier oben. Also errichtet eine Produktionskette für Brot. Das werden wir für den nächsten Schritt gut gebrauchen können. Ich überlege gerade, wo der Platz... Der beste Platz hier unten ist viel Holz. Da oben ist viel Holz, aber da ist noch viel frei. Und man könnte auch dahin gehen. Ich glaube... So ist das ganz okay. So, dahin bauen wir eine Straße. Damit hier noch Gebäude gebaut werden können im Notfall. Ich ärgert mich das auch, wenn das hier nicht ausgelassen ist. Deswegen bauen wir jetzt hier noch einen dritten Steinmetz. Nur weil wir es können. Und unsere Questtafel sagt, errichtet mindestens eine Getreidescheune in einer Windmühle. Gut, ruf jung. So, machen wir hier mal... zwei auf ein. Die Produktivität ist gut. 100% sogar hat das hier hinten schon erreicht, die Produktivität. Das ist aber sehr gut. Frage ist, was braucht er jetzt hierfür? Und so schnell ist er doch wieder
Im Aufschwung. Hier hinten, da ist er. Die Bäuerin. Wunderbar, ihr habt euch erfolgreich um Mehlgewinnung gekümmert. Um nun Brot zu backen, fehlt nur noch eine Bäckerei. Ah, hier hinten kann ja ein Wohnhäuser. Ich überlege gerade. Nee, die Taverne nicht. Bauen wir die mal hier. Gegenüber vom Steinmetz, da passt das doch gut hin. So, nehme ich gleich noch ein zweites Wohnhaus. Das baue ich dann. Am besten hier so hin. Hervorragend. Ab sofort seid ihr in der Lage, Brot zu backen. Oh, hier sind die Felder. Die wachsen ja random. Lol. Weil hinten kein Platz ist. Erwartet eure Befehle bei eurem Schloss. Hä? Doch er alleine ist nicht stark genug, um Ramirez Außenposten anzugreifen. Heuert mit Hilfe von Brot Söldner in meiner Taverne an, um euren General zu unterstützen. Ich spendiere die notwendigen Münzen dafür. Oh, das ist aber nett. Ja, dafür brauchen wir jetzt erstmal die normale Verpflegung, die hergestellt werden muss. Hier, das Brot ist also normale Verpflegung wahrscheinlich. Hier, ja, einfache Verpflegung. Dann können wir damit... Wir können nichts anderes anheuern. Ich weiß auch nicht, was das hier hinten ist. Es ist Kanone, Kavallerie, Musketen, Infanterie, Pikeniere. So sieht das aus. Wir können einmal anheuern. 3 Taler. So, da kommt er. Oh, das ist aber ein Babo. Wow, unsere Armee ist ja super extrem stark. 3 Mann. So, hier, nächste. Das ist der nächste. Oh, der ist aber... Alter, Walli. Walli Wallo ist das hier. Nächste. Komm her. Der war echt ein bisschen barunder. Wie viele wir so brauchen für Ramirez. Aber wir können ja mal rüber gucken. Oh, scheiße, ich bin noch mal jetzt. So. 3 Jungs hat der da drüben. Ich glaube, mit 6 können wir dann ordentlich. Ah, da kommt der nächste. Ah, der ist aber das komplette Gegenteil. Sag mal. Oh, 1 oder 2 noch und dann ist gut. Das nächste Brot. Finde ich aber eigentlich super cool gemacht. Jetzt haben wir schon ein richtiges Dorf aufgebaut innerhalb von ein paar Minuten. Oder ein paar, ich glaube es sind mittlerweile schon 20 fast. So 3 gegen 6 hört sich so an, als ob wir gewinnen würden. Hören wir mal auf mit rekrutieren. Ich würde sagen, wird jetzt angegriffen. So, Angriff. Da kommt unser General. Mit 6 Mann. Wow. Unglaublich. Es gibt also ein Duell vor der Stadt. Nicht, dass wir sie jetzt noch belagern müssen. Angriff!
Mach die kaputt. Jawohl, wir haben den ersten. Aber wir haben auch einen verloren. Hey, Luschen. Oh. Man verliert einen. Das ist ein 1-1-Trade jedes Mal. Was ist jetzt mit dem General, den wir den jetzt gefangen? Ne, der flieht. Weiße Fahne. Ah, unser General geht da einfach mal rein. Klopft an, hi. Na? Oh nein. Ich dachte, das wäre Ramirez Hauptfestung. Nee. Die ist hier hinten. Offensichtlich. So, jetzt zeigt uns hier wahrscheinlich die Eroberung an. Ist die Frage, gehören uns dann alle wirtschaftlichen Gebäude? Oder nicht? Weil dann würden wir auf jeden Fall nochmal eine gute Holzproduktion kriegen. Was ist das hier? Ach, Försterei, was kann ich machen? Forstet wahrscheinlich, so wie es aussieht, die Bäume wieder auf, die abgeholzt wurden. Abgefällt, wollte ich schon sagen. Cool. Können wir das nicht auch bauen? Dieser Sieg soll euch gehören. Doch beim nächsten Mal werdet ihr nicht so viel Glück haben. Ach ne, alles verbrennt. Na, super. Gut gemacht, Prinzessin. Eure ersten Truppen sind unter Vertrag. Und eure Demonstration militärischer Geschicklichkeit war auch... 6 gegen 3. Ja. Das wird Ramirez eine Lehre sein. Wogegen setzen sich Ramirez und Lord Wolverine eigentlich zur Wehr? Die beiden sind ruchlose Banditen, die nichts anderes wollen, als Tandrien dem Volk zu entreißen. Sie waren es, die unseren geliebten König Baldarus vertrieben haben. Ich dachte, König Baldarus wäre ein Tyrann, der rücksichtslos zu seinem Volk war. Glaubt solche Lügen nicht. Seine Majestät war weise und gütig. Er wurde lediglich falsch verstanden. Ja, bestimmt. Oh Mann. Was ist das jetzt? Ihr wart siegreich. Das hat sogar nur 22 Minuten gedauert. Ja, verwendet das Geld zum Kauf neuer Spielinhalte. Jawohl. So, da haben wir die erste Mission gewonnen. Vermögen 110. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns damit wahrscheinlich bei der nächsten Folge wieder. Ich denke, wir spielen das noch ein bisschen weiter oder ich werde es noch ein bisschen hochladen. Je nachdem, wie es ankommt. Ja. Bis zum nächsten Mal, euer Epoko zockt. Tschüss.